Oh mein Gott, diese altmodischen Autos. Aber wir sind ja öffentlich-rechtlich. Da darf man ja kein Audi, Mercedes oder was auch immer fahren. Da muss man ja irgendwas. Hallo! Da sind wir wieder in das Nacht, heute mit dem schönsten Moderator der ARD, Kai Pflaume. Meine Lieblingsschauspielerin Jessica Schwarz und ihr selbstgebrannter Schnaps sind da. Tim Bensko singt sich die Seele aus dem Leib. Und am Ende lockeres Ausschütteln mit der kubanischen Band Soneros de Verdad Bombolero. Bombolero. Kurz nach sieben ist die Welt kurz stehen geblieben. Das war der Moment, wo nur die Liebe zählt. Das war so cheesy. Da hab ich geweint, da hab ich gelacht. Da hätte ich gern selber mitgemacht. Mir fiel nur nie einer ein, der mir schon lange fehlt. Das war nicht easy. Zurück. Und weißt du was? Das war so schön. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du heute so leisure Doch. Kommst. Also ich finde das gerade ganz toll, weil ich dachte, Pflaume kommt, mach mal hohe Hacken. Und so. Ja? Also ja, ich bin gerne nicht mal die Punkhose, so. Sondern das eine normale. Man muss sich immer ein bisschen auf die Gäste, auf die Situation, und auf die gedacht, Umgebung. Und Ina gesagt, Müller, hey. Da reicht mein Ringelshirt. Na, ich habe gedacht, Kneipe, Hamburg, Maritim. Du, was trinkst du? Da bin ich jetzt gespannt. Oh, 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 oh. Was habt ihr denn? Ihr kriegt gleich alle Bier, bevor ihr nervös werdet und sagt, oh, man denkt doch immer, hier säuft man so viel. Kommt gleich. Jungs, ihr auch, ne? Ja. Es ist ja so, wir besaufen uns ja hier nicht wahllos. Sondern man Obwohl kann es ja manchmal danach aussieht. Rutschst du noch ein bisschen durch? Aber ein Bierchen ist doch toll. Ich würde ein Bier nehmen. Ja, so gehört sich das. Der Abend ist ja noch jung. Ja, aber Alster ist ein bisschen mädchenhaft, aber ich verstehe das. Ja. Ja, wenn man sagt, so man trinkst du, na, du trinkst bin, überhaupt keinen Alkohol sonst, ne? Na, relativ wenig, ne? Aber so ein Mädchenalster geht schon. Ich bin ja. Auch, ich bin eine gute Freundin. Ja? Ja, kann gut zuhören. Ist denn deine Frau der Mann in der Beziehung? Nein. Ist nicht. Also du hast ja 18 Jahre deine Sendung gemacht und hast selber aber, glaube ich, deine Frau Ilke kennengelernt und direkt, zack, 3 Monate später geheiratet. Wo ist da jetzt der kausale Zusammenhang zu den 18 Jahren Sendung? Dass du doch eigentlich ein Spezi bist für Romantik, so, für Kennenlernen, für nur die Liebe zählt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass aber, du aber jemand bist. Das hat sich da ja gezeigt, dass ich ganz schnell eben erkannt habe, das ist die Frau fürs Leben und da musste ich mich nicht lange irgendwie prüfen. Und sie aber auch hier sitzen nicht. Ganz viele, die schon ganz oft geschieden sind. Was ist denn dieses Gefühl? Weiß man, man lernt jemanden kennen? Das behauptest du jetzt einfach. Also lass mich mal ganz kurz in die Runde gucken. Was glaubst ich, du? Pass auf, kennst ich, du dich pass auf, so gut aus? Ich gucke jetzt nur mal die Leute, die jetzt hier drin sitzen. Ich guck mal hier in die Runde. Danke. Ich sage, von den Leuten, die hier an den beiden Tischen sitzen, ist keiner geschieden. So, ich sage, da sind 2 Ach, geschieden. Warum hast du deine ganzen Freundinnen eingeladen? Oder Nein. Weißt du das? Die sind alle erst kurz davor. Okay. Die sind noch nicht so weit. Das geht also, erst in 3, 4 Jahren. Das behauptest du jetzt oder das weißt du? Nein, ich behaupte das. Wir kennen uns ja alle persönlich, nicht? Deswegen glaube ich, da 2 und da einer. Jetzt mal alle Hände hoch, die geschieden sind. Wer ist geschieden? 1. Da, ich war schon richtig. 2. Hm? Jungs, jetzt noch mal Shanti. Nicht sagen, Jungs. Shantikor, wie viele von euch sind geschieden? Oh Gott, ihr enttäuscht mich. Ich dachte, bei euch wäre das Leben noch in Ordnung. Ich dachte, das Wort Scheidung wäre ein Fremdkörper für euch. Seemanns Braut ist die See, so ist das wohl. Vielleicht ist Shanti ja von Scheidung abgeleitet. Das kann natürlich sein. Das sind meine... Das sind meine Scheidungs-Shantis, das stimmt natürlich. Das sind ja heute Inas Scheidungskur. Ja, Wahnsinn. Finde ich gut. Darf ich noch mal über deine Frau reden? Ja, wie immer, bitte. Ihr habt ja dann schnell geheiratet. War sie schwanger? Nein. Also zu dem Zeitpunkt, dass wir geheiratet haben, noch nicht. Ist dir das wichtig, dass sie nicht schwanger war? Weil bei uns hat man immer gesagt, oh, die wird heiraten.
Was ist bei euch? Ihr Müll heiraten war, hieß immer so, oh, oh, die hätten wahrscheinlich gar nicht geheiratet, aber weil sie schwanger ist, heiraten die jetzt. Nee, das war ja bei uns nicht so. Also wir haben erst geheiratet und dann später kam das Kind. Weil du hast ja ein altes Geschlecht. Wie, ich habe ein altes Geschlecht? Ich habe das, glaube ich, gerade falsch gesagt. Man muss, glaube ich, sagen, du kommst aus einem alten Geschlecht, sagt man das? Du willst jetzt auf den Familiennamen hinaus. Hier steht nur altes Geschlecht. Ja, Pflaume, altes Geschlecht. Pflaume, das alte Geschlecht. Pflaume, altes Geschlecht, 18. Jahrhundert. Genau. Was sind das denn für Stichworte? Nein, hier steht Pflaume, Tradition, Wappen, dann einheiraten, alle Frauen, die einheiraten. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, das Familientradition. Ja, natürlich. Wenn du heiratest, musste deine Frau Ilke, die Arme, ne? Ich musste, durfte. Ihr habt ja so einen Becher, der ist uralt. Mhm. Da durfte sie daraus trinken. Und dann, was kommt da rein? Da kommt ein Schluck Weißwein rein und das ist im Grunde so eine Form, wie so ähnliches wie ein Abendmahl. Aber im Grunde genommen wird sie durch einen Schluck, durch einen traditionellen Schluck aus dem Familienbecher in den Kreise der Familie aufgenommen und ist dann eben offiziell ein Familienmitglied der Familie Pflaume. Ist das nicht wahnsinnig konservativ? Aber ist doch schön, ist doch nichts gegen Und was ist, wenn man sich dann scheiden lässt? Wird dann wieder desinfiziert, der Becher? Oder was ist dann, wenn man sie scheiden lässt? Ist dann das habe ich nicht vor. Insofern ist der dann entweiht? Insofern kann ich dir das nicht sagen. Und deine Frau, als du sagtest, hallo, ich bin Kai und ich heiße mit Nachnamen Pflaume, willst du mich heiraten? Hat die nicht gesagt, echt jetzt, also Pflaume möchte ich jetzt echt nicht heißen? War Fand sie gut? War nie ein Thema. Also wie hieß sie denn? Lindena. Lindener. Ja, kommt, also Familie kommt eher aus Ostfriesland. Dann hast du ja Ilke wahrscheinlich, ihr müsst ja sehr verliebt gewesen sein, dass ihr sofort geheiratet habt, ihren Antrag gemacht. Hast du da schon die Sendung gemacht? Ja, ne? Die habe ich schon gemacht, ja. Oh, ja. Kannte sie dich auch von der Sendung? Also sie kannte mich natürlich schon aus dem Fernsehen und ja. Und bist du dann irgendwie, hast du das so gemacht wie die Leute in der Sendung, irgendwas Originelles? Ich habe was Originelles gemacht, das hatte aber nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich mache irgendwie mal was Verrücktes. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was könnte das sein. Also ich hatte natürlich auch Schiss. Na, wenn ich sie jetzt frage, hat ja jedermann Schiss, wenn er dann einen Antrag macht, dass die Frau einfach nur einen Moment zu lange überlegt. Das ist ja schon schlimm genug. Muss ja gar kein Nein werden. Ja, aber so ein... Aber das ist ja auch eine schwere Entscheidung, finde ich. Da darf man dann auch nicht beleidigt sein, dass man mal sagt, ach komm... Frag morgen noch mal. Ja, man will doch auch erst mal drüber nachdenken. So. Und ich wusste einfach, meine Frau hat mal in Paris studiert und hat wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch mal darüber nachgedacht, dass es ganz schön wäre, einen Heiratsantrag im Eiffelturm zu bekommen. Und das fand ich dann aber langweilig und habe gesagt, naja, wie sollte ich mich mit ihr dem Eiffelturm nähern, ohne dass sie irgendwas spitz kriegt. Mhm. Und dann gab es einen Zufall, dass ich einen Dreh hatte in Kanada, in Toronto. Und zu dem Zeitpunkt stand dort der höchste Turm der Welt. Der steht da immer noch, aber der ist nicht mehr der höchste Turm der Welt. Der CN Tower. Und dann ist sie nachgekommen nach Toronto. Und dann haben wir einen kleinen Ausflug auf den Turm gemacht. Da hat die doch schon was gerochen. Nee, natürlich. Ach Gott. Ich sag dir das so, sagt man ja ich dann sag auch. Dir so, wie sie geguckt hat, als ich den Ring rausgeholt habe, war sie überrascht. Aber wir Frauen können das. Wir können so. Wir können so gucken, so, so und so. Und wir wissen, wann wir wie gucken müssen. Ich will es dir auch gar nicht kaputt machen. Das war wahrscheinlich wahnsinnig schön. Du bist so romantisch. Du sagst aber ja generell, dass du gerne Klamotten kaufst und auch für deine Frau manchmal Klamotten aussuchst und ihr die mitbringst und auch immer ein gutes Händchen hat und sie findet das meistens toll. Ich kaufe lieber für meine Frau Klamotten als für mich selber. Nein. Ja. Und dann muss sie das ja immer anziehen. Oh, danke, Schatz. Oh. Nein, aber Punkt eins ist erstmal, es muss ja passen. Ja, das ist ja nicht. Und das ist schon mal ein Teilerfolg. Also, wenn du als Mann rein was mitbringst, weißt du, dann ist das ja eigentlich schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, weil klar. Stell dir mal vor, du vertust dich da einmal in der Größe. Ja, wenn du dann zu groß mitbringst, zu groß. So fett siehst du mich, du Schuft. Aber zu klein ist auch nicht gut, ja? Ich bin dir zu dick, du Schuft. Willst du irgendwas sagen? Ja, genau. Ja? Also man kann es eigentlich nur falsch machen. Mhm. Aber du machst es oft richtig und deine Frau findet es meistens auch toll. Was kaufst du denn dann nur so sexy Unterwäsche oder auch Abendkleider oder Shirts? Das kann ich. Ja, kann alles möglich sein. Blusen. Also, meine Frau trägt nicht so viel Blusen. Was trägt die denn? Auch eher so, was Legeres. Und du kannst aber auch tolle Abendkleider tragen. Also das ist ganz unterschiedlich. Kann alles tragen. Du bist eigentlich immer noch sehr verliebt, ne? Schön, oder? Ja, toll ist das. Hm? Trotz der zwei Kinder haben die eure Beziehung nicht zerstört. Nein, die hat es noch schöner gemacht. Kinder sind ja am Anfang
3 Tage toll, dann nerven die, bis sie 18 sind. Und dann, glaube ich, schweißt es so ein Ehepaar dann wieder zusammen. Aber es ich ist glaube, doch schön. Wir müssen noch mal länger reden. Also, ich, das hatte ich, also ich mag Kinder total gerne. Und du hast auch 2 Jungs. Ich bin auch total gerne Vater. Ja, und wie alt sind die Jungs? Die Darfst du das sagen? Redest du überhaupt so über private Sachen? Ja, ist doch kein Geheimnis. Dass die? Ja. Wie alt sind? Die sind jetzt 12 und fast 15. Aber 15, hui. Da sind die doch immer so in der Pubertät und so antriebslos und hängen den ganzen Tag auf YouPorn rum und so. Ich muss noch mal da vorbeifahren, wo du herkommst. Du bist doch nie zu Hause. Du kriegst doch gar nicht mit, was da abgeht. Sag mal, was der 15-Jährige da macht, was deine Frau sich mit dem 15-Jährigen abarbeitet. Viel mehr zu Hause, und wenn als Papa nach Hause kommt, hallo Papa, enter. Dann geht er raus und dann ist erstmal gemeinsames Abendbrot essen. Das denkst du. Aber sag mal, du hast U-Hosen kreiert. Unterhosen. Unterhosen? Ja, du hast Unterhosen, wie sagt man denn, entworfen, designed, entworfen. Ja, eigentlich bin ich Modemacher. Ja, ein bisschen bist du das auch. Das war eigentlich eine Geschichte, wo ich ein gutes Geschäft draus gemacht habe. Also ich habe die gar nicht großartig kreiert. Boxershorts gab es in der DDR einfach nicht zu kaufen. Ja? Also, gab es einfach nicht. Die wurden einfach von Staats wegen, ich trage keine Boxershorts. Ja? Hast du gedacht, sollen die anderen doch diese unbequemen, weiten Dinger tragen? Produziert. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, aber es gibt so viele Leute, die hätten gerne Boxershorts. Ja, ja, es war sehr in der Zeit. Und dann habe ich Stoffe gekauft, wo ich gedacht habe, Mensch, hier, das ist doch ganz cool für Boxershorts. Und meine Schwägerin, die kann sehr gut nähen, die hat die Boxershorts dann genäht und ich habe sie verkauft. Ach, du bist, also es war nicht, weil du sagst, ich möchte mal ein paar richtig geile Unterhosen entwerfen, sondern es war, weil du gesagt hast, da ist noch eine Mark zu holen. Ja, ich wollte eine richtig geile Ostmark machen. Und war das so, die geile Ostmark? Ja, das war ein sehr einträgliches Geschäft. Und stand dann da Pflaume oben drauf, statt kleinen? Es war mir im Grunde auch völlig egal. Hauptsache, die Dinger gehen weg. Das solltest du jetzt noch mal überlegen. Jetzt brauchst du ja kein Geld mehr. Aber so noch mal publik machen, das ist früher. Und meinst, ich sollte noch mal Unterhosen machen, wo Pflaume oben drauf steht? Ja, das war ganz lustig. Ja? Finde ich. So wie Pitbull oder so, dachtest ja, du? Ja, sowas. So oben auf dem Gummi? Ja. Pflaume auf dem Gummi, das ist toll. Pflaume auf dem Gummi? Ja, das finde ich toll. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal das Thema, oder? Ja, wechseln wir Thema. Weißt du, was ich lustig fand? Als ich viel gelesen habe über dich, da stand, kann zwei Sachen nicht, Schauspielern und singen. Und dann haben wir natürlich gefragt, hallo Herr Pflaume, was möchten Sie denn singen, wenn Sie zu uns kommen? Und dann hast du gesagt, entweder von Ricky Martin Maria, wo ich, Entschuldigung, überhaupt nicht wüsste, wie man, da kann ich gerade mitgrölen, Maria, Maria. Und mehr wüsste, könnte ich gar nicht. Ja, und All Night Long. Also dann habe ich gedacht, dann hat er doch gelogen, dann kann der doch richtig gut singen. Und dann hast du noch gesagt, All Night Long von Lionel Richie. Und ich habe noch vorgeschlagen, Verdammt lang her von Bab. Ja, das hatten wir jetzt aber schon von 29 Leuten gewünscht. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt All Night Long. Der Chor singt auch mit, oder? Ja, der Chor, Entschuldigung, der hat so, wir haben so schön geübt, Jungs. Also ich finde, ich muss eins sagen, ich finde Lionel Richie erstmal grundsätzlich klasse. Welche Musik hörst du so beim Sex? Überhaupt Musik oder eher meistens nicht so laut die Kinder? Meistens laut. Ich warte darauf, dass einer mal sagt, Rammstein! Well, my friends, und Jungs? Unheilung! Ne? Ungefähr so. Wollen wir loslegen, Jungs? 3, 4? Come, raise the roof and have some fun. Throw away the world to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We go to party, caramu, fiesta, forever. Come on and sing along. We go to party, caramu, fiesta, forever. Come on and sing my song all night long. Once you get started.
everyone's dancing their troubles away. Come join our party and see how we play. Schon zu Ende. Schon zu Ende. Du hättest gern noch länger, ne? Du hast dich noch viel mehr stufen lassen. Aber das ist du tanzt wirklich sehr cool. Also für dein Alter jetzt sehr. Nein, weil die Hormone in dem Moment, wenn sie dich tanzen sehen, ist natürlich. Da spielen die verrückt, ne? Ja, die Hirnanhangdrüse sagt. Tanzender Mann mit Rhythmusgefühl. Aber du hast Resthormone raus. Aber du hast jetzt nicht gerade zum ersten Mal in deinem Leben einen Kinderwunsch verspürt. Überhaupt nicht. Ja, wahnsinnig. Juhu. Ah. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Was? Du setzt dich ganz kurz wieder dahin. Und ihr, Schnullis, schreibt bitte Bierdeckelchen. Sammeln wir gleich ein, gleich wieder hier vorne auf die Fensterbank legen. Ihr auch, wenn ihr noch schreiben könnt. Komm, wir rücken wieder rein. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Hier, du hast gerade ein Bier gekriegt. Oh, toll. Eiskalt. Kai hätte gern neues, weil seins ist leider gestorben. Ja. Würde ich mal sagen. Na, guck mal, Heineken sieht immer so aus. Ich habe noch ein paar Schlagworte, die mir wichtig sind, die ich dich immer schon mal fragen wollte. Hast du schon mal jemanden richtig angeschrien? Kannst du das? Ja! Das könnte ich ja nicht mal. Ich bin ja ein Schreihals, aber das war ja ganz toll. Das war ein Urschrei, oder? Aber deswegen glaube ich, in dir steckt auch irgendwas. Animalisches? Nein, also, ich glaube, das lässt du auch manchmal aus. Deswegen spielst du Fußball wahrscheinlich, ja. Da, weil du da mal so Leute umnieten kannst und so. Ist es so? Ja, das kommt vor. Na gut, dann habe ich hier noch, benutzt du feuchtes Toilettenpapier? Muss nicht, aber wenn es da ist. Probierst du es aus? Ja, das ist auch, kann man ja auch für die... Für alles, Hände. Aber erst... Aber nicht, aber erst Hände und nee. Nee, sollte man schon getrennt verwenden, ja. Stimmt. Reihenfolge beachten. Hattest du irgendein Laster, von dem du uns erzählen möchtest, und jetzt kein Dreitonner oder so, sondern irgendein Laster, wo du uns erzählen möchtest, was du noch niemandem erzählt hast vor uns? Zum Beispiel, dass du dein erstes graues Haar, nein, dein Opa hast du heute noch mal erzählt, als wir uns vorhin gesehen haben. Dein Opa hatte sein erstes graues Haar mit 92. Meine Oma aber macht nichts. Ach so. Deine Oma hatte das erste? Meine Großmutter. Meine Großmutter väterlicherseits ist mit 85 Jahren gestorben und hatte kein graues Haar. Das ist sozusagen eine genetische Veranlagung. Oder ein genetischer Fehler. Oder so. Das heißt, du färbst gar nicht und nichts, ne? Ich färb nicht, nee. Und du hast immer, das ist so lustig, du hast so ein bisschen so eine Comic-Frisur, finde ich, von Tim und Struppi. Der Tim, nicht Struppi, sondern der Tim, der hat ja so, es wird immer so ein bisschen so gemalt, das sieht ganz schön aus. Das ist ja, es fällt so, ne? Das fällt so. Würdest du dich operieren lassen irgendwann, wenn was ist? An den Haaren? Egal wo. Ich hatte mal, übrigens, das ist viel interessanter, ich hatte als 18-Jähriger mal blonde Dauerwelle. Hast du Bilder davon? Ja. Ja. Sah das gut aus? Zu der Zeit schon. Ja, das war mal total modern. Ja. Das war so Mini-Pli und da war ich ganz angesagt. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal mit Mini-Pli in die Schule kam, ich hatte einen Mathelehrer, der war sehr irritiert, ne, weil der hat sich irgendwie die ganze Stunde nämlich überlegt, wie das geht, wie man als Mann so dann
zu so einer Mini-Plie-Frisur kommt. Ne? Und wie? Und dann hat er, naja, genauso wie eine Frau das auch. Weiß ich, ne? Ja. Also, aber du hast ihm doch wahrscheinlich nicht die Wahrheit und dann, erzählt. Am Ende der Stunde nahm er mich so auf dem Weg nach draußen zur Seite und sagte dann so, jetzt sagen Sie mal, Herr Pflaume, sitzen Sie da wirklich so mit Lockenwickler im Haar beim Friseur? Ne? Ja. Ich sagte, ja, anders geht's nicht. Fand er sehr befindlich. Also, du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht, treibst viel Sport, gehst früh ins Bett und magst gesundes Essen. Ja, ich muss jetzt auch los. Einsammeln. Und wir, Kai, tun das, was wir in unserem Alter noch können und setzen uns da vorne rauf. Ja, ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass wir ein neues Polster haben auf unseren Bänken. Es quietscht nicht mehr, es schrubbelt nicht mehr, ist das toll. Und man muss den Fuß nicht mehr Und du jetzt, schwupsi-wups. Ah. Trägst du an den Motivsocken? Nee, ne? Nee, passend zum Schuh. Oh Gott, hoffentlich kann ich das lesen. Kai, Doppelpunkt. Bist du schon mal aus einer Kiste gesprungen? Auch schon aufgehört? Wer ist der klügste Deutsche? Wer ist der klügste Deutsche? Den suchen wir ja gerade. Ja, jetzt hier keine Werbung für deine Sendung. Doch. Gibt ich es? Ich bin extra aus Berlin heute hergekommen. Hm? Wie? Aus? Naja, wir hatten ja heute Abend das erste Halbfinale und nächste Woche geht's weiter. Ich bin extra hergekommen jetzt. Fahr nachher wieder zurück mitten in der Nacht. Im Dunkeln. Was ist schlimmer? Blackout vor der Kamera oder in der Hose? Wie geht denn ein Blackout in der Hose? Das heißt ja, der Penis muss gerade vergessen haben, was er sagen wollte. Oder was ist ein Blackout in der Hose? Oder du guckst ihn an und weißt nicht, warum. Kai, würdest du dich im Fernsehen mit deiner Frau wieder versöhnen? Du würdest dich ja nie scheiden lassen. Würdest du sowas machen? Hättest du an deiner Sendung damals teilgenommen? Das ist ja eine doofe Frage, die ist mir oft gestellt worden. Ja. Dann habe ich immer gesagt, wenn ich wüsste, wer es moderiert. Ach so, okay. Hm. Und würdest du eigentlich in dein Quiz gehen? Und stell mir selber die Fragen? Oder? Ich finde, es ist schon als Mensch mutig, dahin zu gehen. Es ist ja so. Ich war ja selbst schon dreimal Kandidat im StarQuiz, bevor ich die Sendung übernommen habe. Als Pilar war das noch gemacht. Insofern weiß ich, wie man sich da fühlt. Wir haben noch gar nicht über deine Fingerkuppe. Wann fehlt dir die Fingerkuppe, ne, außer beim Nasebohren? Wann fehlt Wann ist denn die weg? Hast du eine, wo ist, ach so, wann fehlt einem ja nie? Jetzt verstehe ich die Frage erstmal. Ich wann auch gerade, aber ich habe das natürlich auch gelesen, nach deinen sechs Armbrüchen, dass du dir mit zwei Jahren den Finger weggeklemmt hast. Das war das Erste, was passiert ist. Ne? Also ich bin mit zwei Jahren, waren wir bei Freunden, Weihnachten, waren wir bei Freunden. Und da habe ich mit der Tochter im Keller mit dem Kaufladen gespielt. Und dann wollte ich nach oben laufen und meiner Mutter zeigen, was ich eingekauft habe. Und dann ist sie an mir an der Treppe vorbei, ist raus, hat die Tür angelehnt und ich wollte die Tür wieder aufmachen und habe da reingefasst, wo ich das Licht gesehen habe. Und das war die Seite mit den Scharnieren. Und dann hat sie zugedrückt von außen. Und so ein zwei Jahre alter Finger, der ist natürlich auch wie so ein kleines Bockwürstchen, so weich wahrscheinlich noch. Und dann, und heute hätte man wahrscheinlich, wäre Mutter wahrscheinlich der Kuppe nachgesprungen und sofort ins nächste Krankenhaus. Das war ja nicht, die war ja nicht abgeschnitten, die war ja im Grunde genommen zerquetscht. Ne? Und insofern, da war nicht mehr viel zu holen. Zupfst du dir die Augenbrauen? Nee. Gar nicht? Ich glaube nur, wenn hier, wenn es so ein einzelnes Haar auf der Nasenwurzel gäbe. Ach komm, du bist 45, da geht es doch los mit so da. Jungs, mit 45 kommt doch schon. Jetzt hör doch mal auf. Man sieht ja bei euch mit euren Schnurrbärten gar nicht, wo fängt das Nasenhaar an und wo hört der Bart auf und so. Es geht doch ineinander über irgendwann. Das ist eine Haarspender. Das heißt, du mit wem und wie würdest du Ina verkuppeln? Oh, schwierig, ne? Ich bin, glaube ich, unverkuppelbar. Ich kenne nicht so viele Männer mit guten Nerven. Du machst das ja auch schon lange. Ja, komm, witzig, witzig. Das war interessant, dass das nicht kam an der Stelle. Hä? Deinen Söhnen schon Tipps in Bezug auf die Liebe und Romantik gegeben? Na, brauchten sie noch nicht so wirklich. Ist denn der 15-Jährige nicht schon verliebt? Nö, ich glaube aktuell nicht. Ich bin froh, dass ich zwei Söhne habe, ja? Weil zwei Töchter in dem Alter, das wäre viel Ärger, wenn du da jede Nacht mit dem Luftgewehr am Fenster sitzen musst. Und,
wartest, bis sie nach Hause kommen. Und ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja fünf Mädels zu Hause und ich muss sagen, das war ganz toll. Ja, also, das fragen wir mal deinen Vater, was der sagt. Also mein Vater hat morgens geguckt, ob alle am Tisch sitzen, aber der hätte niemals... Ja, aber weißt du, aber so als Vater... Und ich glaube, wenn es nur vier gewesen statt fünf, hätte meine Mutter sagen müssen, Nikolaus, das sind nur vier Jungen, keine fünf. Dann hätte er gesagt, oh ja, dann fehlt wohl einer. Eine, hätte meine Mama dann gesagt, ja, genau. Aber ich denke, wenn man so als Vater, weißt du, wenn man eine oder zwei oder mehrere Töchter hat und dann irgendwann kommt der Moment, wo das erste Mal so ein langhaariger, pickliger Typ am Frühstückstisch dann sitzt und die Hand auf der Schulter deiner Tochter hat. Okay, Romantik hatten wir gerade. Ich möchte, das Schöne an meiner Sendung ist ja, wenn es vor Romantik kaum noch auszuhalten ist, dann kann ich einfach sagen, jetzt hören wir noch ein ganz, ganz schönes Lied. Und ich freue mich so, dass er heute da ist. Er ist der Star in Deutschland, nicht nur im Moment, sondern schon länger. Es ging durch die Decke für ihn. Auf einmal, von heute auf morgen. Deswegen holen wir ihn einfach mal rein. Ich freue mich auf Tim Bensko! Pflaume auch noch mal wieder gewonnen hat. Ich bin begeistert. Oder? Vor allem nach dem Gesangsbeitrag. Ja. Oder? Schleim dich nicht ein. Nein. Nee, aber es war schön. Auch schönes Lied. Du, Tim, du hast ja mal gesagt, als du viel Fußball gespielt hast wie Kai und eigentlich auch Fußballer werden wolltest, dich hat Michael Jackson inspiriert, als der sich auf der Bühne voller Leidenschaft das Hemd aufriss. Da hast du gesagt, das will ich auch. Jetzt muss ich sagen, wenn ich dich so im Stadtpark sehe mit deiner blauen Regenjacke und dann regnet es und dann hast du so Turnschuhe und Regenjacke und machst den Bensko-Move, dann denke ich, das hat jetzt nicht so viel von Michael Jackson, reißt sich das Hemd vom Leib und macht den Moonwalk. Das ist richtig. Ja, es ging auch weniger ums Hemd aufreißen. Ich habe das natürlich gemacht, weil mich das fand er schon stark. Bei Wetten, dass wir das da oben auf diesem Kran, das war schon Wahnsinn. Ja, das war Wahnsinn. Das habe ich auch gesehen. Hast du das auch gesehen? Ja. Das war auch erst so ein Selbstversuch, weil ich mich gefragt habe, schaffe ich das überhaupt? Ach so. Und habe es natürlich nicht geschafft und musste es dann einschneiden. Wie viele T-Shirts hast du angeschnitten? Also ich hatte schätzungsweise 8 T-Shirts und alle 8 sind nicht mehr existent gewesen. Dann und gab es einen Arsch voll? Nee, meine Mutter hat es gar nicht bemerkt, weil ich habe es ja gemacht, während sie arbeiten war. Aber du hast dann gesagt, ich will trotzdem Sänger werden. Ich dachte, ich bleib beim Singen. Es sah einfach auch. Ich habe es lassig, aber ich bleib beim Singen. Ich habe es ja nicht vom Spiegel gemacht, sondern vor so einer witzigen Vitrine, so einer Glasvitrine. Da sieht man ja nichts. Ach, du hättest es vom Spiegel machen müssen, Junge. Ja, sowas hatten wir damals ja auch nicht. Wir hatten auch nichts. Keiner hatte was. Der kam ja aus demselben Osten. Du, willst du an dieses Mikro gehen und wir singen jetzt dieses wunderschöne Lied? Soll ich mitsingen? Ich glaube, Kai, sonst immer gerne, aber wir haben kein Mikro mehr. Singt der Shantycore mit? Nein, auch nicht. Ich laufe. Juhu. Ich hielt alles Glück in meinen Händen, zumindest war's zum Greifen nah. Beim Versuch, das Blatt zu wenden, wieder kein Glück gehabt. Man sagt, dass alles Glück dieser Welt vor unseren Augen liegt. Doch wie oft täuscht man sich in dem, was man mit den Augen sieht. Und ich laufe davon. Ich laufe so schnell und so weit ich kann. Und erst wenn ich nichts mehr spüren kann, erst wenn ich nichts mehr mir fällt schwer zu unterscheiden, was Wahrheit und was Lüge ist. Denn der mich belügt, immer die Wahrheit spricht. Wir könnten uns wehren, wir beide, du und ich, doch die Wahrheit ist, wir tun es nicht. Und ich laufe
nichts wert ist, hätte ich wirklich nicht geglaubt. Wenn du die Stimme in deinem Herzen hörst, vielleicht hältst du mich dann auf. 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 Hältst du mich dann auf? Und ich laufe davon. Sagen wir es mal so, wir haben ja schon den bestaussehendsten Moderator heute. Wir hatten gerade den bestaussehendsten Sänger Deutschlands. Und jetzt, Jungs, holen wir noch jemanden rein. Komm mal, hier. Dass schon der Kai Pflaume so gut aussieht, der Tim Bensko so gut aussieht und jetzt kommt auch noch die bestaussehendste Schauspielerin. Ich kann doch nur verlieren. Ach nein, ich habe dir was mitgebracht, damit wir uns das alles noch viel schöner trinken. Schnaps? Ja. Yeah. Ist das euer Schnaps? Das ist ein richtig schöner Schnaps. Der hat 52 Umdrehungen und wenn wir den jetzt probieren, dann ist alles schön. Aber darf man... Dann brauchst du die Augen nicht mehr zumachen. Nee, beim Singen. Da kann ich schon mal den blinden Hund bestellen. Oh, guck mal, das ist, oh, das riecht wie Klosterfrau ein bisschen, ne? Ja, ja, es sind, ich glaube, es sind so 38 Grad. Nimm mal einen kräftigen Schluck, dann kommt auch der Kinderwunsch. Am Schluss ist auch... Ich möchte was sagen. Jessica, das ist dein Papa. Das ist richtig. Thomas. Ja. Und der braut das hier dann wahrscheinlich. Ja. Und den trinkt ihr zu Hause ab und zu. Machst du den? Brauchst du den? Brennst du den? Da sagt man, ne? Auch Bier.
Ihr brennt Schnaps und braut Bier, genau. Sagen wir im Norden. Genau. Und dann hast du sie als Kind schon in deinen Kiosk gestellt und sie hat schon Kippen verkauft mit dem Ergebnis, dass sie schon mit 10 geraucht hat. Nein. Papa, weißt du nicht, aber ist so. Will man nicht hören, aber es ist leider so. Ist wahrscheinlich so. Komm, wir rutschen da rein. Hi, wir nehmen den Schnaps. Ich glaube, der Tipp zum Schnaps ist, nippen und nicht kippen. Kann das sein? Gar nicht, wie ich die Sitzordnung. Nee, ich dachte, oh. Kippen und nicht nippen. Ehrlich? Ja, richtig. Habt ihr noch eine zweite Flasche mitgebracht oder nur eine? Könnten wir eine schon mal bei den Shanties verteilen? Ich würde so gerne mit euch. Ich möchte gucken, ob die umfallen. Achso, da hinten kommt schon, toll. Und hier ist auch schon. Oh Gott, aber dann. Aber wir nippen und kippen nicht. Ne? Ich habe einmal gekippt, da war Roberto Blanco da und es gab Veterano. Und ich dachte, der ist zum Kippen. Und daran nippt man aber nur. Oh. Ihr habt auch alle Publikum. So, Jungs, machen wir unseren Spruch dazu, ne? Und? Ich hab kein Wort verstanden. Hm? Irgendwas mit Lütte. Nein, Entschuldigung, Thomas, aber da macht, das ist Medizin. Aber dieser Schnaps soll aphrodisierend sein, aber für Männer und Frauen? Habt ihr das schon rausgefunden? Oder nur für Männer oder nur für Frauen? Eigentlich für... Nicht, dass gleich da die Shanties alle mit dem Riesenrohr vorm Fenster stehen. Und wir denken hier, oh Gott. Ne? Aber das wäre auch was, Jungs, oder? Ja. Freuen sich auf jeden Fall alle schon. Die halten sich alle schon an der Hand beim Singen. Ja. Ich habe gelesen, dass du als Kind schon so kamerageil warst. Immer wenn irgendwo was fotografiert wurde, du hast alle Sportarten gemacht in deinem Dorf. Damit, ich auch, damit der Dorfjournalist kommt und dich fotografiert. Ich glaube, ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken. Aber ich war schon jemand, der gerne gewinnen wollte und der einfach das auch gerne präsentieren wollte. Ging es ums Gewinnen oder ging es um in der Zeitung zu Um beides. Also ich bin bis heute eine schlechte Verliererin, kann ich sagen. Und bin bis heute, glaube ich, jemand, der nicht mehr so gerne in der Zeitung ist wie früher. Aber das war schon so, dass das gehörte dazu irgendwie. Du hast auch gesagt, du warst aber auch Funkenmariechen, damit du in die Zeitung kommst. Du hast alle Sportarten mitgemacht, du hast die lose Fee gespielt. Genau. Immer damit du ein Bild in der Zeitung hast. Jetzt wolltest du berühmt werden? Nein, ich glaube, ich habe einfach dadurch, dass wir diese ganzen Magazine hatten und die wirklich... Du hast die alle gesehen? Ich habe die alle gesehen, jeden Tag. Jeden Tag, Elle und Vogue und alles, was da rumstand, die Freundin und dies und jenes. Und man hatte natürlich immer einen Blick auf die schönen Kleider, auf die schönen Frauen, auf das Ganze. Also es war einfach der Spiegel, der einem da ständig vorgehalten wurde und wo man gesagt hat, ich möchte auch. Und wenn ich einmal groß bin, möchte ich das so vorstellen, dass du in diesem Kiosk standst mit 10 Jahren, eine Kippe im Maul und dann so die Vogue angeguckt hast. Genau, wenn die Eltern gerade nicht da sind. So. Wenn deine Schulkameradin sich noch die Vandy kauft, nein. Ja, das war natürlich eine gute Aufklärung. Genau, ja, ja, da gab's, wir hatten ja alle möglichen Magazine. Wir hatten ja nicht alles. Alles hatten wir auch. Natürlich. Da war die Bravo ja... Ganz fiese. Also da war auch der Playboy ein Furz dagegen, was wir hatten zum Teil. Und das habe ich einmal... Also es gab wirklich schmutzige Hefte. Und es gab eine wirklich lustige Situation. Ich dachte, ich muss mir das jetzt mal anschauen und habe eine Freundin eingeladen. Und wir saßen dort und meine Eltern waren gerade aus dem Haus und hörte nur, wie die Tür wieder aufriss. Und Vati kommt irgendwie rein und sagt, wieso lässt du immer dein Fahrrad vor der Garagentür stehen? Und meine Freundin Ellie nahm dieses Heft. Ja, und die so... Ich dachte, die Aas ist auf. So ungefähr. Es war eigentlich das Gleiche. Aber es war irgendwie so, wohin damit? Und mein Vater, was hast du da, Elena? Und sie so, Aber Papa hat dann mit 16 irgendwie gemerkt, oh Gott, mein Kind will irgendwie was anderes machen. Mein Kind möchte hier in Michelstadt im Odenwald nicht bleiben. Ja, dann hat er das an die Bravo geschickt und das fandst du eigentlich auch ganz gut. War ja lustig. Und dann bist du Bravo-Girl geworden, ne? Ja. Also es war was auch hieß tatsächlich, denn das eigentlich, Bravo-Girl zu werden? Dass ich eben auch immer die Zeitung so untergemogelt habe und gesagt, guck mal, da gibt's diese Wettkämpfe, da kann man auch gewinnen, so Model-Conteste so. Da
Du hast das schon suggeriert, ne? Das war schon irgendwie so, dass ich gesagt habe, ach, ich würde so gerne malen. Und was muss man denn da eigentlich machen? Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und es gibt tatsächlich wirklich ganz viele Bilder im Urlaub, wo ich schon immer so dastehe. So. Das ist einfach, wo ich schon irgendwie ihr zum Teil gesagt habt, so, Jessie, kannst du dich einfach mal normal machen? Wenn es damals sowas wie Germany's Next Topmodel schon gegeben hätte, dann wärst du dabei gewesen. Das wäre dein Ding gewesen, oder? Auf jeden Fall. Hättest du nicht geheult bei Runde 3, wenn Heidi Klum gesagt hätte, nein, ich habe heute keinen Bonbon. Und ein bisschen Fisch? Nein. Darf ich denn Nudeln essen? Nein. Ich hätte auf jeden Fall wahrscheinlich einen riesen Terz gemacht. Ich glaube auch, aber du hättest auch Spaß gehabt wahrscheinlich. Ja, das hätte ich auch viel. Ich hatte auch dort schon eine Menge Spaß. Also ich war auch, glaube ich, eigentlich kein richtig gutes Model, ehrlich gesagt. Aber du bist doch dann mit... Du bist doch mit 16, und da hätte ich ja noch geweint, mit 16 dann los und warst Model und bist ins Ausland. Ja. Du musstest abnehmen. Ja. Also ich musste nicht abnehmen, ich durfte einfach nichts mehr essen. So. Bist du denn im normalen Leben Fressack? Ja, ich esse wahnsinnig gerne. Ich auch, und ich wüsste nicht, was kommen müsste, damit ich das und das und das nicht mehr esse. Und wenn du wahnsinnig gern isst, was hast du denn gemacht? Gar nichts gegessen? Ich habe so gut wie gar nichts gegessen, was sehr schwierig ist, weil du einfach auch in Länder fährst, also so gerade die japanischen Länder, wenn man dann irgendwie 18 ist und keine Lust hat, irgendwie morgens schon Reis und Fisch zu essen, wird dann schwierig, ja. Du durftest ja auch nicht Reis und Fisch, oder hast du? Natürlich habe ich Reis und Fisch. Das ist schon was. Es gibt ja auch ganz viele Models wirklich, die einfach eine gute Figur haben, die essen können. Die haben dann einfach eine super Schilddrüse und die verarbeiten gut. Und es gibt aber natürlich die Models, die das nicht haben. Also es gibt wahnsinnig viele interessante Modelgeschichten zu erzählen. Da lässt sich, glaube ich, wirklich ein gutes Buch drüber schreiben. Mach doch mal, das interessiert uns. Ja, ich fand's erschreckend zum Teil, weil die Mädchen einfach alle sehr jung sind und wirklich niemanden haben, an den sie sich wenden können. So. Und man so ein bisschen verloren ist in dieser ganzen großen, weiten Welt, wo einfach nur Mädels in deinem Alter sind und alle anderen Menschen, mit denen du arbeitest, sind älter. An wen hast du dich denn da wenden können, allein in New York? Immer Papa Thomas angerufen jeden Tag? Nee, ich habe zum Teil eine ganz nette Mädchen-Model-Clique aus Deutschland gehabt, und wir haben uns zufällig immer irgendwie verabredet oder getroffen und wussten, jetzt ist Natascha gerade in Mailand und Diana ist in New York, und da sehen wir uns, und so hatte man so vielleicht so einen kleinen Stock an Menschen, den man kennt. Toll. So, wohnst in Model-WGs, zum Teil, weiß ich nicht, 4 Zimmer, 6 Mädels, 8 Mädels. Und manchmal bist du aber auch ganz alleine, was dann auch schrecklich ist. Dann ist man in so einer fremden Stadt, ist völlig alleine und wartet, dass irgendwann mal vielleicht ein Mädchen kommt. Und die ist dann aber vielleicht gemein und versenkt deinen Arm mit dem Bügeleisen. Ja, weil sie gerade nicht möchte, dass du das Casting bekommst. Also dann geht es schon echt ganz schön hart zu. Und du bist, glaube ich, einfach ein bisschen zu cool und normal für so einen Job wahrscheinlich. Ja, ich bin irgendwie ständig mit den Rollerblades zu allen Castings gefahren. Das fand die schon mal alle anstrengend, dass ich da immer mit Rollerblades ankam. Die wurden gerade, die waren damals hippo, und ich dachte, damit geht alles schneller, und ich mache auch gleichzeitig noch Sport und bin in die Castings rein, und alle so, was ist das? Und ich glaube, ich habe zu viel geredet einfach schon. Stell mir mal vor, wie die alle so abgefahren und so introvertiert und so kotzend sind, und du als einzig Normale aus Michelstadt immer da rumliefst und dachte, ich habe Hunger und lange mache ich das nicht mehr mit. Na gut, ein bisschen nehme ich jetzt noch ab, aber irgendwann könnt ihr mich alle mal, so war es doch. So war es dann einfach, ich bin dann noch mal nach Japan, da habe ich dann richtig gut Geld verdient, also so für meine Verhältnisse, weil jeder gesagt hat, der Geldwiller geht nach Japan, so. Das war noch vor dem ganzen großen Aktiencrash irgendwie, und da ist man wirklich mit dem Koffer nach Hause geflogen und hatte so 60.000 Mark und war so, yeah, toll, geil. Ja. Und danach habe ich schon gemerkt, dass ich da nur noch bei Subway und bei McDonald's rumsaß und die ganze Zeit irgendwie Burger gegessen habe und irgendwie dachte, ich glaube, das war's. Und meine Agentur kam damals und meinte, ja, wir strukturieren ein wenig um, und entweder du nimmst jetzt 3 Kilo wieder ab oder am besten 5, oder wir lassen es sein. Ich so, wir lassen es sein. Aber das war doch eh schon, du warst auf wie viel Kilo? 48. Ja, ich habe da einfach gemerkt, das geht eigentlich nicht mehr richtig. Ich glaube, dann ist die allerletzte Station. Ist es eigentlich langweilig, Model zu sein? Oh, wahnsinnig langweilig. Ist es langweilig? Ja. Also ich fand es tatsächlich... Sag es doch mal den Mädels, dass es eigentlich echt langweilig ist. Ich meine, man kann schon tatsächlich vor der Kamera, und es hat mir mit Sicherheit auch geholfen, mit der Schauspielerei jetzt sich ausprobieren. Ja, man kann unglaublich viel in verschiedene Figuren einsteigen. Du brauchst die sportliche, du brauchst die dramatische, du brauchst die dynamische, du brauchst die liebliche, du brauchst die sensible, du brauchst die, weiß ich nicht, das Püppchen, das, die Drama-Queen, whatever. Das hat mir, glaube ich, für die Schauspielerei... Den Vamp, genau. Alles, alle Rollen. Ja, du hast die alle schon mal und kannst sie so für dich nutzen. Also ich glaube, ich habe auch durch diese ganze Kleidung unglaublich viel gelernt, mit Kleidung umzugehen, und benutze das viel für meine Rollen. Aber dieses ständige Herumreißen und dieses
mit viel mit erwachsenen Menschen zu tun zu haben, obwohl man so jung ist, ist so unglaublich anstrengend und langweilig, weil die wollen eigentlich auch nichts von dir wissen. Du schreibst ja Kolumnen für das Jungsheft. Nein! Und das habe ich gelesen. Und nein. Das Jungsheft ist ein Pornoheft für Mädchen. Das, ja, das stimmt. Es gibt, das hat tatsächlich eine Freundin von mir gemacht, Nicole, so. In Köln. Und das fand ich irgendwie ganz wunderbar, dass man irgendwie das Ganze auch mal rumdreht und irgendwie sagt, gibt doch auch irgendwie die Frauen, die vielleicht gerne Männerkörper mal sehen wollen. Und aber in einer schönen ästhetischen Art und Weise fotografiert. Und es war einfach so ein interessantes Experiment für sie auch zu sehen, was gibt es für Schwierigkeiten, junge Männer zu finden, die sich gerne ästhetisch fotografieren lassen. Was bedeutet eigentlich Pornografie? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Nee. Aber es ist ja ein bisschen eine Marktlücke. Warum gibt es so wahnsinnig viele Möpse zu sehen, aber ja, so wenig Pimmel? Das hat sie sich halt auch gefragt und, ja, und hat gesagt, ich mach das jetzt. Und es gab tatsächlich mehr Männer, dann, als man gedacht hat, die wirklich gesagt haben, ja, ich lasse mich da drauf ein und zeige einfach mein Prachtbengel her. Mein altes Geschlecht. Mein altes Geschlecht. Ja, der Kreis schon fast wieder. Aber das ist doch wirklich ein Phänomen. Was glaubt ihr denn, woran das liegt? Weil der Busen an sich schöner ist? Oder weil Männer mehr auf so Geschlechtsteile, primäre und sekundäre, stehen und Frauen nicht so auf Pimmel stehen, wenn sie die sehen? Wäre doch eine Marktlücke eigentlich. Schon schön. Hast du zugehört, Thomas? Das wäre eine Marktlücke. Ein Pornoheft für Frauen. Es ist ja auch so, als Mann kannst du ja auch mal sagen, oh Mann, bin ich geil, heute gehe ich im Puff. Was sagst du denn als Frau? Oh Mann, bin ich geil, ich esse Schokolade. Also ich würde es, glaube ich, wenn ich wüsste, jetzt auf der Reeperbahn wäre ein Puff, da würden nackte Männer an Stangen tanzen und du kommst da rein und sagst, Bier bitte, klatscht diesen Mann noch mal auf seinen nackten Hintern und sagt, nee, na. Schiebst ihm einen Euro rein. Irgendwie so, und schiebst ihn irgendwo einen Euro rein. Ja. Wahrscheinlich in seiner kleinen Elefanten. Er hat so eine Rüssel Elefantenhöschen an, wo so Ohren an den Seiten noch aussatt hängen. Aber das darf hier nie wieder ausgeschenkt werden. Doch, aber man kann doch mal drüber reden. Würden wir Frauen, würdest du dann da mal sagen, komm, wir gehen mal in den Puff? Oder ist es einfach, sagt man, ist es ein Club? Das ist ja fast, nee, das wäre ja dann und würde so uns das Art geil machen, nein, wenn die da tanzen? Nein, nein, weil das ist ja fast schon so Chippendales-mäßig. Obwohl, das finden ja auch viele Frauen interessant. Ich, nee, mein Geschmack ist, wir da hingehen? Nicht so, ne? Warum nicht? Weil wir nackte Männer an Stangen tanzen mit ihrem Pillermann gar nicht so toll finden? Seid ihr noch da, Jungs? Ja. Ihr seid so ruhig geworden. Ja, bei dem Pillermann-Gespräch. Wart ihr schon mal im Puff? Ja. Deswegen sind sie auch alle geschieden. Ach, guck mal. Komm, wir singen. Kai, willst du dich schon mal hier oben raufsetzen vielleicht? Ja, sehr gerne. Für die Bierdeckelchen danach. Wir singen ein sehr schönes Lied, das kannte ich gar nicht. Wie heißt es? Hard Light. Ihr habt noch. Komm, ich diesmal nach. Du gehst dahin und schenkst ein. Und wir singen. Genau. Und Action. I like the love. The peaceful. I wish everyone I know could stand in a hard light. I hold the hand. I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love is in my heart? Can you see the flame we got to start? We've learned to live together here in the hard light. Stand in the dark, whoa, whoa, when I light a candle, and then we're dancing in the moonlight until the sun. They're coming in here. Rise! Can you feel the love is in my heart? Can you see the flame we've got to start? Whoa, whoa,
ganz toll. Ich muss. Ja. Dankeschön. Eine schöne, tiefe, dreckige Stimme, oder? Du könntest so Carla Bruni, weißt du, so ein bisschen. Nein, sing noch mal bitte irgendwas. Ja, gerne. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? A friend's old drive pushes, a must make a man. Worked hard for all my lifetimes, no help for my friend. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Es gibt so Stimmfarben, die zocken einen an und Stimmfarben, die zocken mich nicht so an. Und deine würde mich total anzocken. Ganz toll. Schön. Wir machen Bierdeckel. Ich hätte ja auch was a cappella gesungen vorhin, aber... Ja, natürlich. Wow, wow, Heart of Light. Welcome to Heart of Light. Ganz schön, das Lied. Komm, es ist wirklich so. Kannst du das? Es ist eine das Leiche. Das ist ein wunderbares Lied. Ja, kann. Aber wir müssen jetzt ein bisschen hinne machen, weil die Shanties wollen noch im Puff. Dass er wenigstens an eine Pflaume rankommt, oder? Wir haben noch Sponsor! Wer verträgt mehr, dein Vater oder du? Ich glaube im Moment tatsächlich mein Vater. Ja? Trinkt ihr regelmäßig? Ja. Ja? Und zwar gerne. Weil du sagst ja, du trinkst nicht regelmäßig, aber wenn du trinkst, dann ordentlich. Dann ordentlich. Was und ist im Moment, heute für einen Abend? Heute, ich habe aufgehört zu rauchen und habe gemerkt, dass man nicht mehr richtig trinken kann, wenn man nicht mehr raucht. Aber weil ich glaube, der ganze Körper ist nicht mehr so vergiftet. So, und jetzt geht das alles nicht mehr. Aber was heißt denn das? Du hast ja, seitdem du 10 bist, hast du ja erst heimlich und dann offiziell geraucht. Und jetzt wann hast du aufgehört? Vor? Vor 5 Wochen. Oh, ganz frisch? Ja, ich bin doch ein Frischling. 5 Wochen durchgehalten? Ja. Ich glaube, da freuen wir uns bald auf Nachwuchs. Deswegen trinke ich schnell noch einen Schluck Wein, damit wir das gleich wieder erledigt Ach so, haben, das okay. Thema so. Dreimal was? Du musst mir helfen wieder oder hilfst du mir? Sag nach dem Schnaps bitte 3-mal Arschmassage hintereinander. Jessica. Arschmassage. Du bist gar keine richtige Schauspielerin. Endlich hat jemand herausgefunden. Das ist echt schwer. Arschmassage. Sag du mal. Arschmassage. Das ist echt schwer. Ja. Ich lasse es direkt. Ich kann lose schon beim Essen. Arschmassage ist einfacher. Oh, ja, Arschmassage. Welchen Bundesligaspieler findest du gut? Aussehend, Entschuldigung. Ich finde die Diskussion immer so ein bisschen, wir Frauen sollen immer so auf gut aussehende Bundesligaspieler reduziert werden. Das ist mir scheißegal, die sollen Fußball spielen. Wer ist lustig von denen? Und ich möchte auch nicht, dass die studiert haben oder gut aussehen, ich möchte, dass sie Tore schießen. Ja. Ohne Geld am besten. Sondern weil die sollen einfach nur den Ball angucken und dann sollen die diesen Trieb haben, hinterher zu laufen und diesen Ball jetzt ins Tor bringen zu wollen. Das finde ich als Mann aber auch schwierig. Weißt du, früher hast du mit Frauen Fußball geguckt und dann haben die gesagt, boah, guck mal, der sieht super aus und der sieht super aus. Und jetzt wollen alle Frauen irgendwie natürlich immer auch noch bei Taktik mitreden und ob der Trainer Obwohl ich gut echt gestehen muss, mir ist lahm tatsächlich als Spieler und so als Mensch sympathisch. Philipp Lahm. Obwohl er dieses Buch geschrieben hat und so ein bisschen... Das ist mir egal, das habe ich nicht gelesen. Ach so, okay. Ist mir wurscht. Ich glaube, der ist sehr strebehaft ist. Ich mag eher so einen Klose, weißt du, der ist so einfach gestrickt und der ist Fußballer. Stimmt, der ist einfach Fußballer, ja. Der ist nicht zu doof und nicht zu klug und der spielt so toll und das mag ich. Ich mag so Typen. Der würde nie ein Buch schreiben, weil das gar nicht könnte. So, jetzt Klose zu Hause. Sorry, jetzt zeig ich dir. Ich mag den ja. Guckst du als Hotelprofi in Hotels unters Bett? Matratzen-Check? Nee, tue ich tatsächlich nicht.
Nee, ob da noch so Restsocken liegen oder sowas wahrscheinlich. Oder Kondome oder sowas. Und wenn, als du immer in diesen ganzen Hotels warst, hast du da nie was geklaut? Ich habe einmal in Südfrankreich einen ganz schönen Aschenbecher geklaut, als ich Romy gedreht habe, weil es auch ein Hotel war, wo Romy gewohnt hat. Und den habe ich immer noch zu Hause. Das ist ich ein ganz schöner klassischer Weißer. Ich habe in Spanien geklaut, immer noch zu Hause, seit 20 Jahren. Kleine Fernseher. Naja, gut. Habt ihr natürlich auch nicht gemacht. So kleine Fernseher. Das finde ich lustig. Ja, stell mir nur gerade vor, wie die Putzfrau reinkommt und sagt, ey Chef, hier fehlt der Fernseher. Oh. Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Wir haben eine Band eingeladen, die ist so toll. Sie ist im Moment das Angesagteste an Musik, was, an kubanischer Musik, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und Jessica, weil du es so toll kannst, darfst du sie gleich ansagen, wenn ich sage, wir freuen uns auf Soneros de Verdad! Yeah! Así de negra es de pura, tan dulce como el azúcar, de tanta caña cortada, sabrosa como el café que tomas cada mañana. Mi piel tiene larga historia, que si yo te contaría, quizás así entenderías el porqué de mi sabor. Del tambor, ¡ja! Negrito bailador, óyelo, bendito sea tu color, seré dueño de esta. Llegó la salsa de Cuba, la rumba la traigo yo. Negrito bailalo, óyelo, dueño de esta. Alemania, pa' que baile con mi rico sabor. Negrito, ¡ja! Ahí nada más, everybody, everybody, tan que chum. Dankeschön, Lina. Ciao. Dankeschön.